Willkommen zu Star Citizen und der Alpha 3.10. Heute in einem kurzen Video möchte ich euch die neuen Lande- bzw. Startkorridore zeigen. Diese sind für 3.10 neu geplant und aktuell noch in einem ja, verbesserungswürdigen Zustand. Beim Starten von Area 18 oder von Lawville bekommt ihr jetzt einen Start- bzw. Landekorridor zugewiesen, sobald ihr eine Lande- bzw. Startfreigabe erhalten habt. Wir schauen uns das in verschiedenen Richtungen an, das heißt Starts und Landungen von verschiedenen Planeten. Aber auch vorweg möchte ich sagen, Area 18 ist aktuell auch mit dem neuesten Patch für Starts und Landungen gesperrt worden. Das heißt, es wurde darauf hingewiesen, dort nicht zu landen oder zu starten, da ihr relativ sicher zerstört werdet, auch wenn ihr die Korridore einhaltet. Wir starten hier und verlassen den Raumhafen. Und es ist nur möglich, in der Cockpit-Ansicht diesen Korridor zu sehen. Das heißt, in der Third-Person-View seht ihr den Korridor nicht. Wir haben ihn jetzt hier rechts entdeckt. Diese türkisen mit grün und rot versetzten Striche sind unser Korridor. Und es empfiehlt sich wirklich, diesen auch einzuhalten. Nicht nur grob in die Richtung zu fliegen, sondern auch innerhalb dieses Korridors Raumhafen zu verlassen bzw. anzufliegen, da ihr, wenn ihr zu hoch oder zu weit unten seid, doch vom Autopiloten sofort korrigiert werdet, wieder zurück und das Ganze noch einmal machen müsst und das deutlich an Zeit kostet. Auch mit der neuen Flugphysik, mit Atmosphärenflug, ist es doch deutlich schwieriger geworden, auch innerhalb dieses Korridors zu bleiben, was sich dann auch empfiehlt, in der Richtgeschwindigkeit, also die euch angegeben wird, je nach Schiff, zu bleiben. Wir sehen hier jetzt einmal, wenn was passiert, wenn man kurzzeitig außerhalb dieses Korridors bleibt. Ihr werdet durch den Autopiloten wieder zurückgesetzt und es ist ziemlich aufwendig, dort dann wieder in den Korridor zu finden. Wenn ihr in die Außenansicht geht, seid ihr automatisch raus aus dem Korridor, beziehungsweise es wird euch nicht angezeigt. Und eben nur in der Cockpit-Ansicht habt ihr die Möglichkeit, überhaupt dem Korridor zu folgen. Ich gehe nicht davon aus, dass es aktuell eine finale Variante dieses Korridors ist, sondern dass dann auch nachgebessert wird. Zumal, wie gesagt, dies gerade aktuell der Grund auch ist, warum die zweite Welle noch nicht auf die Version 3.10 und dem PTU joinen kann. Das wurde auch seitens RSI so kommuniziert, dass das ein Grund ist, die zweite Welle zunächst auszusitzen, bevor das gefixt ist, damit auch wieder Area 18 anfliegbar ist und auch die Korridore getestet werden können. Wir wiederholen den Startvorgang, dieses Mal mit einem größeren Schiff, mit einer Constellation Aquila und schauen, ob wir hier unseren Korridor finden beim vertikalen Abheben. Auch nochmal am Rande angemerkt, wenn wir abheben wollen, nur über die normalen Schubdüsen, das heißt mit der Tastatur, mit der Leertaste, dann dauert es eine gewisse Zeit, bis genug Aufwärtsbewegung erreicht wird, um dann auch abzuheben. Wir sind jetzt hier abgehoben aus dem Hangar. Der Hangar schließt sich und wir schauen, ob wir dieses Mal unseren Korridor finden. Die Sicht ist etwas eingeschränkt. Und wir sehen hier auf der linken Seite unseren Korridor. Mit der neuen Flugphysik ist es nicht leichter geworden zu manövrieren. Und wie wir hier sehen, führt unser Korridor direkt noch an einem Hindernis vorbei. Achtet darauf, wirklich mit aktivierten VTOL Thrustern sollte das Schiff, über welches hier verfügen, zu arbeiten, da ihr wirklich im Korridor bleiben müsst, um nicht über den Autopiloten korrigiert zu werden, da dieser euch nochmal komplett aus der Bahn dringt, einmal umdrehen lässt und ihr erst dann abheben könnt. Beim Annähern an den Flughafen bzw. den Spaceport Lawville wählen wir auch wie gewohnt eine Landegenehmigung
und bekommen auch hier jetzt eine Anzeige, dass wir eine Landeaufforderung einholen sollen. Wir bekommen auch hier direkt wieder einen Landekorridor zugewiesen, den wir auch hier tunlichst nutzen sollten. Wenn ihr wie bisher einfach Richtung Flughafen fliegt, um dann zum Beispiel senkrecht auf eure Landebucht zu kommen, werdet ihr auch wieder über den Autopiloten umgelenkt. Das dauert relativ lange. Oder ihr werdet direkt über den Autopiloten umgelenkt und zerstört, was natürlich deutlich ärgerlicher ist, solltet ihr beispielsweise Fracht oder ähnliches mit euch führen. Auch das atmosphärische Flugsystem ist je nach Schiffsgröße und Schiffsart deutlich spürbar, was einen Landeanflug vor allem an den größeren Raumhäfen erschweren kann. Sollten wir diesen Korridor auch nur geringfügig nach oben oder nach unten verlassen, werden wir auch automatisch wieder mit dem Autopiloten in die richtige Bahn gebracht. Und das kann zum einen relativ lange dauern und zum anderen ist aktuell noch die Gefahr groß, dass ihr hier weit zerstört werdet. Nachdem wir den Korridor passiert haben, können wir uns zu unserer Landebucht begeben und die Landung wie gewohnt durchführen. Wir starten hier nochmal von Lawville mit einer Gladiator. Hier haben wir einen relativ guten Startpunkt erwischt. Direkt nach dem Start haben wir unseren Landekorridor gesucht und dieser war anders als in anderen Versuchen direkt überhalb unseres Startpunktes, was dann doch relativ einfach war hinsichtlich des Startvorgangs. Wir mussten nicht lange suchen, wir mussten uns nicht erst orientieren und der Start ging sehr viel schneller vonstatten, zumal natürlich auch mit einem kleineren Schiff es einfacher ist, in dem Korridor zu bleiben und wir deutlich schneller vom Planeten abheben konnten. Allerdings war das nicht in allen Tests so. Oftmals war es so, dass es schwierig ist, vor allem mit größeren Schiffen und eingeschränkter Sicht, den Korridor zunächst erstmal zu lokalisieren. Wir relativ viel herumrangieren mussten, bis wir dann letztlich auch abheben konnten. Die aktuellen Bugs bezüglich Start und Landung möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Von den unzähligen Versuchen, es waren etwa 15 Stück, wo ich direkt zerstört wurde, wo es sonst Fehler gab, habe ich euch ein paar Ausschnitte zusammengefasst, damit ihr einen Eindruck habt, wie es aktuell um das Start- und Landesystem steht und ihr auch einen Eindruck bekommt, ob es sinnvoll ist, eine zweite Welle noch auf den PTU in dieser aktuellen Spielversion loszulassen. Wir haben jetzt hier zwei Korridore. Normalerweise sollte es nur einer sein. Wir versuchen es allerdings mit dem rechten. Auch beim Befliegen des Korridors solltet ihr darauf achten, den auch einzuhalten. Die Geschwindigkeit sollte nicht zu hoch sein und wir sollten nicht vom Korridor nach unten oder oben abweichen, da wir dort relativ schnell dann wieder vom Autopiloten eingebremst werden und dieser euch teilweise umständlich nach unten geleitet bzw. gegen irgendwelche Wände. Anscheinend handelt es sich jetzt hier gerade bei unserem Start um den falschen Startkorridor. Nachdem wir den zweiten Test gestartet haben, kommen uns direkt Wrackteile von anderen Spielern, welche wohl auch das Problem mit der Startkorridoren hatten, entgegen. Wir sind hier. Thank you. Mal wieder gegen eine Wand geflogen. Wie wir hier sehen, haben wir auch schon wieder herabfallende Teile von anderen Schiffen. Das heißt, in diesem Fall, wenn ich jetzt nach oben gehe, werde ich wahrscheinlich wieder explodieren. Wir probieren es einfach mal aus. Ja. Dieses Mal sogar mit Systemcrash. Vielleicht funktioniert das besser. Und auch mit kleineren Schiffen wie der Hornet hier haben wir wieder einen Feuerball.
der nächste Versuch jetzt mit einer Andromeda. Das Abheben klappt schon mal, uns kommen keine Trümmerteile von oben entgegen, was auch schon mal ein guter Punkt ist. Wir sind da noch nicht direkt explodiert. Wir schauen uns jetzt mal nach unserem Startkorridor um, ob wir diesen sehen können. Noch nicht. Hier haben wir ihn. Und vielleicht, ja, vielleicht schaffen wir es endlich hier abzuhauen. Es sieht nicht so aus. Und ja, nach auch diesem gescheiterten Versuch lasse ich es jetzt sein. Area 18 momentan nicht möglich und wir werden sehen, inwieweit sich hier noch ein Hotfix reinschiebt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir einen Like und ein Subscribe da. Wie ihr gesehen habt, die Start- und Landekorridore sind noch nicht wirklich ausgegoren. Vor allem aktuell ist Area 18 nicht spielbar bzw. nutzbar. Das ist allerdings auch RSI bekannt, deswegen haben sie in den Patch Notes in den letzten auch deutlich darauf hingewiesen, Area 18 zu meiden und nicht zu landen. Ansonsten finde ich die Idee der Start- und Landekorridore gut. Es verleiht dem Ganzen ein bisschen Realismus. Es macht auch Spaß, wenn man wirklich über den Start- und Landekorridor anfliegt. Das Ganze ist nicht mehr so unkoordiniert und wirr. Vor allem in Hochzeiten aktuell, wenn man in Lorville landet, sind 15 bis 20 andere Spieler manchmal unterwegs. Und man wird von manchen Spaßvögeln mehr weggerammt, als dass man sinnvoll landen kann. Und von dem her finde ich es eigentlich ganz gut und hoffe, dass danach gebessert wird und dann auch die zweite Welle im PTU mit auf den Server joinen kann. Bis dahin sage ich, see you in the verse, bis bald!